Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück. Wir spielen wieder Beyond Good and Evil. Und ich hatte ja in der letzten Folge das große Problem, dass ich nicht wusste... Ja, machen wir doch sowieso schon. Wir hatten ja das... Oder ich hatte ja das Problem, dass ich nicht wusste, wo ich weitere Perlen herbekommen sollte. Dann hat mir ein... Oh Gott, jetzt habe ich den Namen vergessen. Ich müsste den eigentlich gerade raussuchen. Da... Ja, ich und Namen und Ablenkung im Steam ist keine gute Idee. Nein, ich hab eh so ein grottiges Namensgedächtnis, aber mir hat jemand einen Kommentar unter die vorletzte Folge, glaube ich, geschrieben, wo ich denn Perlen kriegen könnte. Und zwar müsste ich da mit dem Raumschiff in den Vulkan fliegen, irgendwie sowas. Und das will ich jetzt natürlich mal ausprobieren. Ich komme gerade mit der Steuerung nicht klar, deswegen laufe ich gegen die Wand. Jetzt weiß ich natürlich nur nicht mehr. Ne, Moment, da will ich nicht. Zurück will ich ja nicht. So, das ging irgendwo hier lang. Ah! So, und dann... Ich glaube, das hatten wir einfach hier vorne... Dieses Ding hatten wir einfach vorne abgestellt. Ich muss halt nur mal gucken, wo der Vulkan ist. Ich habe ehrlich gesagt gar keine Ahnung. Wo ist denn... Wo? Wie finde ich denn das Ding? Finde ich das irgendwie auf der Karte? Das ist irgendwie dezent auf der anderen Seite. Verdammt. Also wir müssen doch nochmal... nein, Spiel, bitte, bitte. Nein, jetzt... jetzt hör doch auf. Da will ich lang. So. So, das heißt, jetzt geht's da raus. Ah, ich bin durch. Ich habe so viel andere Games schon wieder gezockt in letzter Zeit. Auch welche, die ich gar nicht aufnehme. Weswegen ich so ein bisschen durcheinander bin. So. Wenn ich mich nicht ganz täusche, hatte ich das doch hier irgendwo abgestellt, oder? Was sagt die Karte? Hä? Nein! Ach verdammt, was mache ich denn? Ich habe die Karte falsch rumgelesen. Oh. So kann man auch seine Zeit natürlich seine Folgenzeit künstlich aufblähen, indem man einfach total durch ist. Ich frage mich auch die ganze Zeit, warum ist das Spiel auf einmal so laut? Also mir kommt es so laut vor. Ich kann mich aber auch einfach täuschen. Nein, nein, dreh die Kamera. Ich glaube, da hinten irgendwo hatte ich's gelassen, ne? Wie ging das? So konnte ich springen. Okay. Geh weg, Schiff, ich brauche Geschwindigkeit. Ich glaube, da lang. Das war, glaube ich, da hinten, oder? Das war da hinten? Ja, ja, ich bin... Oh Gott. Nein, das wollte ich nicht. Nein, das wollte ich auch nicht! Nein, nein! Hallo? Wie konnte ich denn... ich bin gerade so doof. Egal, wir sind erstmal drüber. Schießen, springen. Aber... Ja, da kreist das Teil. Wie konnte ich denn jetzt die Sachen benutzen eigentlich? Das war doch Q oder E. Ah, das sind... Ach so, jetzt weiß ich's, das sind... Das da wollte ich. Q war schon die richtige Taste, es war nur das falsche Ding ausgewählt. So, jetzt brauchen wir natürlich hier... Jetzt müssen wir hier andocken. Und jetzt ist die große Frage, wo ist der Vulkan? Ist das da hinten? Ist das der... Nee, das ist der Turm. Also wo ist der Vulkan? Nein, 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 so. Aber den werden wir ja wohl finden. Das kann ja nicht so schwer sein. Ist das da vielleicht der Vulkan? Bestimmt nicht. Nein, das sieht nicht aus wie ein Vulkan. Aber jetzt... Ah, Moment, das da könnte ein Vulkan sein. Wenn ich das so sehe, also... Fällt übrigens auf, so. Bin ich auch wieder ein bisschen lauter, das Mikro war irgendwie runtergerutscht. Keine Ahnung wieso. So, da ist der Vulkan. Und wie lande ich jetzt hier? Kann ich jetzt hier irgendwie... Ah, sehr gut. Dann können wir da, glaube ich, einfach reinfahren. Der Schatz des Vulkans! Wir müssen sehr vorsichtig sein. Der Schatz soll von einer Krochax-Kolonie bewacht werden. Von einer... Ja. Wir docken erstmal an. Ich finde die Steu... Also... Ja. Moment.
Nein. So. Hatte ich das schon? Ah, siehst du? Haben wir direkt noch was? Großartiges Bild. Gibt nochmal ein bisschen Credits. Das heißt, wir können gegebenenfalls später noch die eine Perle kaufen. Und hier bräuchten wir noch drei. Dann können. Vielleicht finden wir ja hier noch drei Tierchen. Ne, Moment. Wie ging das? Nö. Okay, ich bin echt gerade zu doof, was das angeht. Ich speichere auf jeden Fall mal vorher. Bevor ich hier noch irgendwelchen Unsinn mache, ist das, glaube ich, eine bessere Idee. So, was haben wir denn? 7? Das müsste, glaube ich, sein, ja. So, Schatz des Vulkans. Wunderbar. Einmal gespeichert. Die Dinger konnte man doch eigentlich kaputt machen, dachte ich. Naja, okay, wer weiß. Ich wette, der Dicke kommt hier nicht hoch. Oder doch? Oh, ich bin erstaunt. Hier entlang, Miss Jade. Wo? Ja, sag doch nicht hier entlang und... Ah, da kommt... Hier kommt er nicht vorbei. Da, das können wir gleich vergessen. Na, wann kommt deine Entschuldigung, dass du da nicht lang kannst? Ich... Ja. Ich sehe schon... N-A. Team nicht auflösen. Ja, du Honk. Ich muss hier wahrscheinlich dann das Ding runter machen, ne? Geht das? Attacke! Moment. So vielleicht. Carson und Peter! Danke, Mister. Ha, ich erinnere mich doch noch wieder an Sachen. Ich bin selbst von mir gerade erstaunt. Oh Mann. Ja, ich habe so ein absolutes Kurzzeitgedächtnis, was das angeht. Von einer... Krochax in Sicht! Ja, komm, das sind zwei Stück, reg dich nicht so auf. Oh, okay, es sind ein bisschen mehr als zwei. Danke, Mist. Ich weiß nicht, was ich getan habe, dass du mir dankst, aber okay. Oh nein, oh nein, oh nein. Wie kann ich ihn... Ah, ich muss ihn retten. Danke. So. Und da haben wir schon mal... Also... Drei Perlen? Ist doch nicht schlecht. Ich weiß nicht, mit 30 brauchten wir, ne? 30 brauchten wir. Oh Gott, ich hoffe, wir brauchen 30. Na, die will ich auch haben. Ich glaube, 4000 brauchten wir noch für die Perle. Zack, zack, zack. Komm hier. Na, geh doch da weg. So, noch eine Perle. Ich bin mal gespannt, wie viele wir hier kriegen. Ich vermute noch 1, 2, 3, 4 Stück. Aber das ist nur eine Vermutung. Ich hoffe, das ist... Ich hoffe, dass das reicht dann. Also ich. Ja, keine Ahnung. Check! Ja! Ja, Sir! Das war nicht das, was ich wollte. Attacke! Das war auch nicht das, was ich wollte. Und Moment. Check. So. Und jetzt müssen wir, glaube ich, da irgendwie rüber. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich zurück. Und ich muss zwischendurch auf die Uhr gucken, weil... Ja, lass die ruhig Verstärkung schicken. Ich werde mit denen schon fertig, mein Lieber. Danke. Siehst du? Danke, Mensch. Düm-düm. So, jetzt haben wir noch zwei. Sind wir bei 24? Ich weiß aber gerade echt nicht. Ich glaube, wir brauchten 30. Wie komme ich auf... Wie komme ich an die 30 Perlen ran? So, dann hier rüber. Oh! Ja, das seht ihr jetzt gerade. Schön.
Super, das ist der große Nachteil, wenn man mit Capture Card aufnimmt. Ich muss gleich, ja. Ich glaube, das geht jetzt auch nicht mehr weg. Die Erinnerung. Na. Nö, die will nicht mehr weggehen. Nach dem Kampf werde ich dann, glaube ich, mal ganz kurz Pause machen und sehen, dass ich... Schön! Sehr schön. Ja, danke Windows für diese Erinnerung. Ich meine, es ist ja schon ein cooles Feature, dass der einen dran erinnert, dass man irgendwas machen wollte. Ja, ja, nicht auf das Heimteam, ich weiß. Dann unternimm mal was dagegen. So, oh, 4 Perlen. Super, die nehmen wir. Und 1, 2, 3, 4, 28 Stück. Wir sehen uns gleich wieder. So, da bin ich wieder mit 28 Perlen und einer Erinnerung weniger. Ihr wisst jetzt alle, dass ich gerade Wäsche wasche, eigentlich. Und die jetzt eigentlich in den Trockner tun müsste. Wenn wir hier leben, aber das ist ja kein Problem, ne? Ist ja nur normal. Nein, keine Ahnung. Ich mache das tatsächlich häufiger, weil ich weiß, ich habe dann eigentlich anderthalb Stunden Zeit, nur eben ist mir noch was dazwischen gekommen. Ja, ich auch gerade, du Depp. Das sind dann halt auch ein bisschen viele auf einmal hier. Danke. Komm, dich krieg ich auch noch. Oh, kriegst du denn gar nichts alleine hin? So. Jetzt sind wir bei 35? 33. Ich dachte, das waren 5. Ja, es waren ja auch... Okay, das ist nix. 5 Perlen. So, das heißt, wir können jetzt eigentlich zurück zu Mama Goose. Und dann einfach mal schauen, ob wir da... das jetzt schon kaufen können. Wir brauchen ja diesen Mega-Raketenantrieb. Ich bin mir nur gerade nicht so ganz sicher. Schauen wir einfach mal. So, ich glaube, hier ging es auch nicht weiter, ne? Das ist alles hier, ja, das ist Sackgasse gewesen. Da bin ich jetzt mal wirklich sehr gespannt, ob das so alles hinhaut. Vor allem bin ich auch gespannt, wie lange ich quasi noch für das Spiel brauche, weil das, ich habe gerade keine Ahnung, ob das jetzt bald dann zu Ende ist oder ob das jetzt noch ewig weitergeht. Aber ich meine, wir sind ja schon, mir fällt übrigens gerade auf, achso, da können wir einfach runter, okay. Haben wir noch hier so, nö, wir haben nur noch Carbobs. Wir haben nur noch Carbobs, das heißt, ach, speichern brauche ich, muss ich? Nee, muss ich, glaube ich. Ah, guck mal, da ist noch was. Und ich glaube, Credits haben wir genug, da könnten wir noch die eine, wie heißt es? Ja. Ja, nimm, Mädchen, nimm. Muy bien. Muy bien. So, das nehmen wir auch noch, den Boost. Das sind die beiden, die ich auf der Fahrt hierher verbraucht habe. Aus Dusseligkeit und, na, komm schon. Und wir machen uns jetzt direkt auf zu Mama Goose. Ich muss natürlich immer mal zwischendurch, ne? Okay, ein paar Minuten machen wir noch. So. Ob wir dann da den erweiterten... Ja, die Steuerung ist mit... So, wo war Mama Goose? Wenn hier der Vulkan ist, müssen wir, glaube ich, einmal über die Stadt... So, die Steuerung mit der Maus ist bei diesem Spiel so eine Sache. Achso, ich muss gar nicht nach... Ich bin so ein Vollhorst. Naja, egal. So,
und dann hoffe ich einfach, die 30 Perlen reichen. Wenn nicht, haben wir ein Problem und müssten tatsächlich noch irgendwo anders welche auftreiben. Wir machen das, Mamago-Brüder. Ja. So, wir brauchten jetzt noch den Mega-Antrieb, ne? Und in dem Moment, da kaufe ich jetzt erstmal nichts, weil ich gegebenenfalls noch eine Perle kaufen muss. Sternenantrieb? 30 Perlen, sehr gut. Wir können den direkt kaufen. Das ist kein Hovercraft-Motor, Jade. Bring uns ein Raumschiff, dann können wir ihn einbauen. Och, jetzt... Ich muss mit dem Raumschiff da rein. Okay, ich weiß noch nicht wie, aber kriegen wir auch irgendwie hin. Ich dachte jetzt, wenn ich das Hovercraft da... Also... Naja, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ich dachte, das geht halt so. Aber dann müssen wir wohl nochmal raus. Bis bald! Dann direkt hier irgendwie andocken. Hallo, andocken. Wo ist Raumschiff? Wo bist du da drüben? Ich habe keine Ahnung, wie ich mit dem Ding da reinkommen soll. Ja, wie soll denn das gehen, bitte? Kann ich da von oben rein? Ah, okay. Ah, danke. Das muss man mir natürlich auch mal verraten, dass man einfach von oben reinfliegen kann. So, jetzt sind wir wieder hier. Das heißt, wir laufen einfach nochmal hin. Und dann... Ja, sollte das jetzt hoffentlich funktionieren. So gut wie neu. Und der Einbau ist inklusive, Jade. Ja, bei 30 Perlen hoffe ich das auch. Nicht entgehen. Sowieso nicht, wir brauchen das Ding. Sorgt. Scan-Analyse, okay. Okay. Das heißt, wir können jetzt endlich zum Mond fliegen. Ich überlege gerade. Ich glaube, dann kann ich mir aber hier noch irgendwie... Konto-Identifizierung. Ein Kebab okay. Kann ich mir noch kaufen. Eine Boost, ein SOD-Set stellt die Energie des Fahrzeugs komplett wieder her. Ja, das brauchen wir eigentlich nicht. Ich will eher was haben, was mein Leben noch wiederherstellt. Naja, gut, ein Starkhaus. Identifizierung. Immerhin. Okay. Besser als nichts. Und es wird auch gleich gegessen. Ah, die Musik ist so geil. Ich finde die richtig cool. Weltraum, wir kommen. Und ihr Mamagos betet besser, dass der Motor genug Pferde hat. Ich soll Q drücken. So. Ab geht's. Zum Mond? Omega Dipper? Altair? Überall sind Sterne, Double H. Ah, schade, ich dachte, ich... Oh, ich dachte, ich könnte das so irgendwie fotografieren. Wo ist denn hier der Mond? Wo ist der Mond? Wo muss ich hin? Hey, der Motor hat Fehlzündungen. So gut wie neu, hat das Reno gesagt. Ja, wo muss ich denn? Ist das der Mond? Ja. Das ist wohl der Mond. Da müssen wir hin. Und dann haben wir es auch gleich schon geschafft. Glaube ich. Okay. Da kommt jetzt so eine Landeanimation. Ich dachte gerade so, das sieht so aus, als würde ich gleich auf die Oberfläche des Mondes einfach aufschlagen. Mondbasis voraus, Miss Jade. Okay. Die Frage ist, wie kommen wir da rein? Da ist ja ein Schild drumrum. So, ich sollte nicht mal... Ich will immer nach vorne drücken, weil das so... Ich vermute, wir können hier oben irgendwie landen, oder? Das sieht so aus, als wäre das so wie ein Aufzug. Da ist der Sender. Da müssen wir irgendwie hinein. Ja, wie wäre es einfach hinten reinfliegen? Das war doch einfacher als erwartet. Von außen hat man eine gute Sicht auf den Sender. Ja, sobald wir den Bericht fertiggestellt haben, müssen wir hierher zurück, um ihn zu verbreiten. Okay, wir lesen erstmal. Ich habe die vermutlichen Positionen der Alphas lokalisiert und auf deiner Karte verzeichnet. Schick uns die Fotos. Okay, kriegen wir hin. So, was können wir hier noch kaufen?
Das wird natürlich alles gekauft. Konto-Identifizierung. Okay. Eine Büchse Kababs stellt die Lebensenergie vollständig. Ein PB1 erhöht deine Energieanzahl. Ja, ich weiß, dass das meine Energieanzahl um 1 erhöht. Das war jetzt nicht eine das erste. Büchse Kababs stellt die Lebensenergie oh, ich bin fast pleite. Oh, ich hoffe, das war jetzt nicht... Ich hoffe, das war jetzt keine doofe Idee von mir. Aber da wir uns jetzt auf dem Mond befinden und die Zeit leider auch schon wieder um ist, werde ich hier mal kurz speichern gehen. Ich werde hier kurz speichern gehen. Und damit sehen wir uns wieder in der nächsten Folge von Beyond Good and Evil. Und dann räumen wir mal hier ordentlich auf dem Mond auf. Also Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und ciao.